Norbert Krell soll einen Mord begangen haben. Der Verwaltungsbeamte ist erst seit kurzem Mitglied im Single-Club Tandem. Gegen einen Mitgliedsbeitrag kann man dort Gleichgesinnte kennenlernen und gemeinsam die Freizeit verbringen. Doch Norbert fällt von Anfang an negativ auf. Plump macht er sich an die weiblichen Clubgäste heran und verhält sich dabei mehr als aufdringlich. Als er schließlich eine Singlefrau massiv belästigt, zieht Clubchefin Sibylle die Konsequenzen. Sie kündigt Norbert die Mitgliedschaft und erteilt ihm Hausverbot. Keine halbe Stunde später wird sie erdrosselt in ihrem Büro aufgefunden. Wollte sich Norbert für die erlittene Demütigung rächen? Sie heißen Norbert Krell, geboren am 3. Mai 1972 in Nürnberg. Sie wohnen in Hefigrietz, sind ledig Verwaltungsbeamter und seit dem 22. Mai 2011 in Untersuchungshaft in der JVA Nürnberg. Am 21.05.2011 gegen 21.45 Uhr kletterte der Angeklagte an der Rankhilfe einer Kletterrose in das Büro der Geschäftsführerin Sibylle Schwarz im ersten Stock des Singleclubs Tandem in Hefigrietz. Kurz zuvor hatte diese den Angeklagten des Clubs verwiesen, nachdem er zum wiederholten Mal weibliche Gäste belästigt hatte. In seiner Ehre gekränkt und mit der Absicht, sich zu rächen, drosselte der Angeklagte Sibylle Schwarz rücklings mit ihrer goldenen Halskette bis zum Tode. Der Angeklagte wird somit des Mordes beschuldigt, strafbar gemäß § 211 StGB. So, den Anklagevorwurf haben Sie nun gehört. Wollen Sie sich dazu äußern? Das ist ein Schmarrn. Ich war im Single-Club, ich bin da nah, ich wollte Frauen kennenlernen. Ja, um Frauen geht's. Und dann haben sie gesagt, ja, ich wäre wie so aussätzig, haben sie mich behandelt. Dann haben sie mich rausgeschmissen und jetzt hast du einen Mord, habe ich begangen. Und da wundern Sie sich schon, oder? Ich meine, ist doch kein Wunder. Hören Sie mal zu, Sie haben sich absolut, verstehen Sie mich, ja, wenn ich Hochdeutsch mit Ihnen spreche, ja? Sie haben sich absolut daneben benommen. Alle waren sich da einig. Sie waren eine Woche da und haben wirklich dann nur Unfug gemacht. Was heißt denn Unfug? Ich habe Frauen angesprochen. Wird mir da gleich rausgeschmissen, wenn man Frauen spricht in einem Singleclub? Nein, natürlich ist es nicht verboten, Kontakt zum anderen Geschlecht zu suchen. Aber solange man sich dabei an Regeln hält, Sie sollen allerdings da sehr aufdringlich geworden sein. Was heißt? Ich habe vielleicht ein wenig offensiv geflirtet. Ein wenig offensiv? Ja. Sie sollen eine der Frauen belästigt haben. Und das ist nicht mehr harmlos, würde ich mal sagen. Die. Das kann unter Umständen sogar den Tatbestand der Nötigung erfüllen. Na. Die hat gewollt, die hat doch selber ein fürs Bett gesucht. Also die hat selber ein fürs Bett gesucht. Es ist da völlig wurscht, warum die Gäste da waren, warum Sie da waren. Nein, oder in Ihrer Sprache nah heißt immer noch nah, ne? Das ist der Punkt. Also, und an dem Tatabend war Ihnen das mit dem nah völlig egal. Ich sag Ihnen was, die war fast so weit. Da hat mir bloß ein wenig die Offensivarbeit gefehlt. Das hat noch gefehlt. Die Offensivarbeit hat gefehlt, ja? Ein wenig Dirty Talk halt. Dirty Talk. Ich will jetzt wirklich hier nicht den Dicken machen, ja? Aber ich glaube wirklich sagen zu können, Herr Krell, von Frauen haben Sie keine Ahnung. Also schauen Sie mal. Bitte? Sie hören mich aber, oder? Ja, schon. Die Frau hat doch Signale abgegeben. Der Gestalt, dass sie mit Ihnen keinen Kontakt wollte. Und das haben Sie irgendwie nicht verstanden, ne? Und ich meine, das hat das Hausverbot bewirkt. Ist doch verständlich, oder? Soll ich Ihnen mal was sagen? Das ist mir wurscht. Das Hausverbot ist wurscht. Und wie die mich behandelt haben. Heugens, da haben wir einen Aussehend. Und den können es verhaften. Und den können es verhaften. Und dann kann ich mich beschweren. So. Wären Sie denn freiwillig auch gegangen? Da war kein Stich mehr zu machen in dem Laden. Ja, um einen Stich sollte es ja eben auch nicht gehen. Das haben Sie eben missverstanden von vornherein, ja? Also schauen Sie mal, Sie haben sich doch in der Ehre gekränkt gefühlt. Merkt man doch jetzt immer noch, ne? Sie waren unzufrieden, dachten, jetzt denke ich mal an Rache. Und kurz danach sind Sie da hochgeklettert. Diese Ranke da hochgeklettert an der Fassade ins Büro. Das Büro von dieser Frau, die Sie dafür verantwortlich gemacht haben, für diese Demütigung. Mein Gott, ich war vielleicht sauer. Aber das war ich nicht! Also schauen Sie mal, ich meine, Sie hatten doch vor dem Rausschmiss schon heftig gestritten mit der Frau Schwarz. Das war doch vorher passiert, oder? Ich meine, da sind Sie auch schon fast handgreiflich geworden, habe ich recht? Moment, ich bin sauer gewesen, ich hab's nicht angefasst. Also entschuldigen Sie bitte, wir haben Spuren an der Weste von der Geschäftsführerin. Und wenn die Spuren jetzt nicht bei dem Streit passiert sind, weil Sie nicht angefasst haben, dann muss ich ja wohl daran denken, dass das Ganze passiert ist bei dem Mord, über den wir hier reden. Ich hab's ein wenig angefasst, damit's mal zuhört. Jetzt haben Sie damit's doch angefasst. Zuhört, ja. Jetzt mal, wo haben Sie denn angefasst genau? An der Schulter. Und dann hat mir der Kerl weggezogen. Und dann bin ich hängen geblieben an dem Baumel von der Jacken. Und man hat diese Spuren auch nur an den Pailletten an der Weste des Opfers gefunden. Pailletten ist das, was Sie mit Baumel gemeint haben, ne? Ja. Ja. Das war das. Ich hab's nicht mehr gesehen danach. Ich hab sie danach nicht mehr gesehen. Und wissen Sie was? Ich bin kein Spider-Man und gehe irgendwo auf. Nach dem Rauswurf? Was haben Sie denn gemacht nach dem Rauswurf? Ich bin heimgefahren, da war ich allein die ganze Nacht. Gibt's dafür Zeugen? Pff.
dafür, dass Sie allein waren die ganze Nacht? Nein, ich war allein geschlafen die ganze Nacht. Haben keine Zeugen, ne? Schanze, ich bin im Single-Club, nein, warum? Sie können doch auch keine Zeugen haben, weil Sie nicht zu Hause waren, weil Sie auch nicht allein waren, sondern Sie sind da hochgeklettert. Diese Ranghilfe sind Sie hochgeklettert, ab im ersten Stock dann ins Fenster rein, das stand offen, da konnten Sie in aller Ruhe auf die Frau Schwarz warten. Ja, woher hätte mein Mandant wissen sollen, wo das Büro ist, geschweige denn, dass man über eine Ranghilfe da hinaufklettern kann? Doch Augen im Kopf, da guckt doch mal ein bisschen, da ist eine Ranghilfe, da ist ein Bürofenster, das ist offen und das ist die Frau Schwarz, sich regelmäßig an so Clubabende mal zurückgezogen hat in ihr Büro. Das war ja nur wirklich ein offenes Geheimnis, wusste doch an sich jeder. Na, und dann konnten sie also Ruhe hoch und konnten dann dort auf Frau Schwarz warten, sagte ich ja schon. Das ist ja Schmarrn, weil ich war ja bloß im Clubraum und da habe ich ja die Formalitäten erledigt, wie es gehört, und ich kenne kein Büro. Und außerdem, Herr Staatsanwalt, die Kette, die offensichtlich als Tatwaffe gedient hat, die wurde bei meinem Mandanten nicht gefunden. Weiß ich. Genauso wenig wurden Spuren von meinem Mandanten im Büro oder an der Ranghilfe gefunden. Weiß ich auch. Was gefunden wurde? An einem Dorn der Kletterrose laut Gutachter Spurensicherung rosa Fasern aus Angora-Wolle, die wohl von einem Pullover oder was ähnlichem stammen müssen. Ja. Und da können wir alle Gäste des Abends befragen und jeder wird bestätigen, dass mein Mandant nichts anhatte, was zu diesen Faserspuren passt. Als ob ich einen rosa Pullover hätte für einen Single-Club. Naja, also, nein, das ist unvorstellbar, dass Sie in rosa rumlaufen. Nur schauen Sie mal, diese Fasern, ja, die waren doch auf einen Meter Höhe. Das heißt, jeder Passant hätte da eine Faser verlieren können, wenn er dran hängen geblieben ist. Das muss gar nicht zwingend von Ihrem Mandanten sein. Und diese Kette, ja, die Sie angesprochen haben, nein, mein Gott, die wird er hinterher weggeworfen haben. Der wäre nicht der Erste, der auf diese Idee kommt nach einer Tat. Das sind doch jetzt wilde Spekulationen Ihrer Seite. Die ich sonst immer Ihnen überlasse, Frau Verteidiger. Genau, und heute sind Sie dran. Herrn Brombach vergessen Sie vielleicht, um mal wieder ein paar Fakten zu bringen. Der Zeuge Brombach hatte Ihren Mandanten gesehen, wie er die Ranghilfe runterkam und dann eben, zack, ganz schön abgehauen ist. Ja, über diesen Zeugen habe ich mir auch schon meine Gedanken gemacht. Und für meine Begriffe lügt dieser Zeuge. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber das werden wir ja nachher noch aufklären. Also er lügt, obwohl wir noch gar nicht wissen, warum. Aber er muss erst mal lügen, weil er Ihnen nicht in den Kram passt. Und ich sage Ihnen, er lügt nicht, weil mir das in den Kram passt. Nee. Ja? Er selbst kann den Mord nicht begangen haben, weil er hat ja nun mal ein Alibi. Er hat eine Party gehabt mit 40 Clubgästen. Also warum sollte er jetzt Ihren Mandanten einfach belasten? Hat er gar kein Motiv für. Natürlich, weil er mit dieser Aussage jemanden decken will. Aber ist ja egal, wir werden ihn nachher befragen, dann werde ich Ihnen die entsprechenden Fragen schon stellen. Machen Sie das. Weiter Fragen an den Angeklagten. Nehmen Sie bei der Verteidigerin Platz. Adele Röchner, wir sprechen erstmal mit der neuen Geschäftsführerin dieses Singleclubs. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Guten Tag, Frau Röchner. Guten Tag. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Sie heißen Adele Röchner, 44 Jahre alt. Sie wohnen in Hefigried. Sie sind ledig, Geschäftsführerin des Singleclubs Tandem. Nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Nein. Herr Krell soll über eine Ranghilfe einer Kletterrose ins Büro des Singleclubs geklettert sein, nachdem er zuvor Hausverbot bekommen hatte in dem Club. Und er soll dann dort die Frau Schwarz erdrosselt haben. Ja. Sibyl war meine beste Freundin. Sie war so ein guter Mensch. Sibyl, das heißt anständig Sibylle auf Deutsch. Sie heißt Sibyl. Außerdem klingt das viel vornehmer, aber davon haben Sie natürlich keine Ahnung. Dass ausgerechnet Sibyl, die sich so um ihre Mitmenschen gekümmert hatte, so grausam enden musste und dann auch noch so jung. Ich hab die Puffmutter nicht getötet. Puffmutter? Was soll denn das bitte, Herr Krell? Mein Gott. Wie nennen Sie das denn, wenn es da geht um Geld, wo Geld abzockt wird, weil die Leute sich da, Mann und Frau treffen sich, das hat doch mit menschlicher Fürsorglichkeit nichts zu tun. Das ist geheuchelt. Geheuchelt? Jawohl. Das ist ja wohl. Na, freilich ist das. Das ist ja Kontaktbörsen gewesen, so, und da haben sie abzockt, genauso wie die Dame davor. Also mal, das Tandem, das ist doch kein Swingerclub. Wir sind absolut seriös. Nur wer als absolut seriös vorkommt, der darf auch Mitglied bei uns werden. Wir haben schon 6 Pärchen haben sich bei uns schon gefunden. Also das ist ja Aufgabe des Clubs, oder? Dass man dauerhaft Pärchen zusammenbringt. Ich kann Ihnen das gerne mal zeigen. Uns geht es nämlich vor allem um gemeinsame Aktivitäten. Was haben Sie? Ja, da habe ich nämlich was mitgebracht. Und zwar kann man da mal schön sehen, wie wir unseren Single-Club auch führen. Ich glaube jetzt nicht, dass Sie bei uns für einen Single-Club werben müssen. Es geht Ihnen eher um klarzumachen, worum es bei Ihnen geht, oder? Ja, uns kommt es vor allem an, dass man seriös ist, dann wird man in unserem Club auch aufgenommen. Wie ist denn das? Prüfen Sie denn die Leute, bevor Sie es überhaupt aufnehmen, oder kann da jeder aufgenommen werden? Nein, also nur wer uns absolut seriös vorkommt, der wird dann auch Mitglied bei uns. Mhm. Allerdings bei dem Herrn Krell haben wir uns leider tüchtig getäuscht. Aber er hat uns anfangs den sympathischen Single auf der Suche nach seiner Traumfrau vorgespielt. Und als er seine Maske fallen gelassen hat, war es schon zu spät. Warum Maske fallen gelassen? Wie hat er sich denn verhalten? Also Herr Krell, der hat sich ganz plump an die weiblichen Gäste angemacht, schon am ersten Clubabend. Und er hat überhaupt keine Distanz gehalten. Und Sibyl hat ihn noch ermahnt, dass wenn er überhaupt noch mal wiederkommen will, dass das aufhören muss. Gut, und die Warnung hat wohl nichts gebracht. Ne? Tja, einen Abend lang ging alles gut. Aber schon an dem Abend, als das mit Sibyl passiert ist, da hat er den Bogen total überspannt. Inwiefern?
Er hat die arme Tanja richtig in die Mangel genommen. Er hat sich dann zu ihr an den Tisch gesetzt und hat den Arm um sie gelegt, rein freundschaftlich natürlich. Und man hat dem Mädel richtig angesehen, wie unangenehm es ihr war. Sie sind aber nicht eingeschritten. Ja, ich wollte, aber in dem Moment, wo ich einschreiten wollte, da ist Tanja schon aufgesprungen und hat ihn von sich weggeschubst. Und dann ist sie weggelaufen und er ist hinterher und hat weiter auf sie eingeredet. Ja, und dann war auch schon Sibylla und hat ihm sofort Hausverbot erteilt. Das war Schmarrn, das war unnötig, das war Sache zwischen dieser Tanja und mir. Jetzt kommen wir mal zur Tat, dann selbst die Frau Schwarz ist ja dann in ihrem Büro erdrosselt worden. Wann ist denn da hingegangen? Also sie war noch etwa 10 Minuten an der Bar und dann ist sie hoch. Sie hatte noch Verwaltungskram zu erledigen. Das wird so gegen 9:30 gewesen sein. Ich habe da noch weiter die Bar gemacht, ja, und 20 Minuten später wollte ich ihr gern noch einen Sekt, ein Prosecco nach oben bringen und da lag sie schon tot auf dem Boden. Laut Obduktionsbericht, den ich bei der Gelegenheit hier verlese, wies die Leiche eine 1 cm breite Drosselmarke am Hals auf. Der Täter hat von hinten gezogen und war wohl so heftig, dass dadurch der Kehlkopf gequetscht wurde. Dadurch wurde das Opfer schnell wehrlos. Nach ca. 3 bis 5 Minuten trat dann der Tod ein. Und Todesursache war eine hypoxische Hirnzellenschädigung aufgrund von akutem Sauerstoffmangel. Die Breite und Form der Drosselmarke weisen auf eine Gliederkette als Tatwerkzeug hin. Wann haben Sie denn zuletzt diese Goldkette gesehen? Wir haben da schon mal ein Bild. Ja, also die hatte sie am Tatabend auch an, das weiß ich ganz genau. Die hatte sie nämlich sehr oft an, das war ihre Lieblingskette. Jetzt ist die Leiche dann allerdings, das sieht man auch an den Tatortfotos, ohne diese Kette gefunden worden. Deswegen muss man davon ausgehen, dass der Täter sie mitgenommen hat und dass es die Tatwaffe war. Verteidigerin, wir reden über die ganzen Tatumstände, die Umstände des Todes, aber Sie scheint der Flyer mehr zu interessieren. Also, ich meine, wenn Sie möchten, können Sie gerne Ihre Mitgliedschaft beantragen in diesem Tandemclub. Genau. Aber bis dahin sollten Sie vielleicht aufmerksam der Verhandlung folgen. Den Hinweis, die Akte habe ich vorher gelesen und Sie spekulieren mal wieder. Ja, mein Interesse jetzt an dem Flyer ist alles andere als privat. Und wenn Sie gestatten, würde ich der Zeugin auch noch gerne dann tun Sie doch einfach auch mal, ja. Frau Röchner, Sie wissen ja ganz genau, dass in dem Abend ein Gast meinen Mandanten beobachtet haben will durchs Fenster. Ja, das war der Max. Ja, können Sie uns vielleicht etwas Näheres über diesen Herrn Max Brombach erzählen? Zum Beispiel, Max, wie lange er schon Mitglied bei Ihnen ist? Ja, also er ist seit knapp einem Jahr Mitglied bei uns. Mhm. Es ist ein sehr netter, angenehmer Mensch. Mhm. Und der kommt so circa 2-mal die Woche in unser Clubhaus. Ja. Und war seine Frau auch manchmal mit dabei? Seine Frau? Ich wusste gar nicht, dass der eine hat. Sie haben seine Frau also auch nie gesehen? Nein. Das ist eigentlich auch logisch, weil in Vorbereitung auf diese Verhandlung habe ich die Brombachs mal zu Hause besucht und da habe ich gesehen, dass seine Frau schwer an Parkinson erkrankt ist. Sie lag da in eine Decke eingehüllt auf der Couch, hat gezittert und konnte sich eigentlich kaum bewegen. Dann ist es ja kein Wunder, dass sie noch nicht bei uns im Club war. Davon abnehmen wir auch keine Ehepaare bei uns auf. Sie kennen Frau Brombach auch nicht aus früheren Zeiten, als es ihr vielleicht noch besser ging? Nein. Dann wundert es mich aber, dass sie hier auf dem Flyer abgebildet ist. Was? Das ist doch gar nicht, das kann gar nicht die Frau von Max sein. Die erkenne ich nämlich, das ist Sabine. Die war ein Jahr Stammgast bei uns. Mhm. Was heißt war? Ja, also ich habe sie seit Monaten nicht mehr gesehen. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass sie ihr privates Glück gefunden hat und deswegen kein Interesse mehr in unseren Clubaktivitäten hat. Mhm. Wahrscheinlich. Und wissen Sie, ob Herr Brombach engeren Kontakt zu ihr hatte? Also nein, also nicht mehr als zu den anderen Gästen auch. Noch weitere Fragen an die Zeugin. Dankeschön, Frau Röchner. Dann dürfen Sie den Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Tanja Wiese, bitte. Achso, wo wollen Sie hin? Frau Wiese, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Sie heißen Tanja Wiese, 28 Jahre alt. Sie wohnen in Hefigried. Sie sind ledig, Teamassistentin, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Sie wissen, worum es heute geht. An dem Tatabend, da waren Sie auch Gast in dem Single-Club Tandem. Wie hat sich denn da der Herr Quell verhalten an dem Abend? Also, der war sowas von unverschämt. Und dabei hatte der Abend echt schön angefangen. Es waren viele nette Leute da, mit denen ich wirklich gut kann. Wir haben zusammengesessen, wir haben geredet. Wir haben uns doch gut verstanden. Gut verstanden? Du hast mich total angeödet. Der hat nur von seiner Mutter erzählt, ja? Und wie schwierig die Beziehung da zu ihr ist. Also, völliger Schwachsinn. Das will ich wohl an so einem Abend überhaupt nicht hören. Während des Gesprächs hat Sie da der Herr Krell belästigt? Ja, schon. Irgendwie. Also, irgendwann war ich echt angepisst, ja? Meine Freunde hatten total den schönen Abend und ich musste mir die ganze Zeit seinen Müll anhören. Und das habe ich ihm dann auch ziemlich deutlich gemacht. Aber dann wurde es richtig unangenehm. Inwiefern? Was heißt das konkret? Also,
Sie stellen sich vor, ja, dieser widerliche Typ da, der kommt total dicht an mich ran, so nah, dass ich schon seinen ekelhaften, feuchten Atem hier spüren kann. Und dann flüstert er mir ins Ohr, dass wir die Reederei auch sein lassen können. Das, ja, bitte, ich hab gedacht, wir wollen nicht nur quatschen, wir wollen doch was anderes machen. Ja, davon träumst du wohl, oder was? Und das habe ich dir auch deutlich gemacht, ja, dass ich nichts von dir will. Ja, das haben Sie mit Sicherheit getan. Deswegen denke ich auch, es ist völlig wurscht im Übrigen, warum Sie in dem Club waren. Sie wollte nichts von Ihnen, das hat sie Ihnen deutlich gemacht. Und Sie hatten das, gucken Sie nicht so, Sie hatten das gefälligst zu akzeptieren gehabt. Ja, aber damit können wir es vielleicht beenden. Vielleicht lassen wir das, nee, lassen wir es doch gerade noch zu Ende schildern. Also Sie haben ihm klar gemacht, dass da nichts ist. Und er hat das komplett ignoriert. Der hat das total ignoriert. Und hat dann gesagt, dass er es ja kaum erwarten kann, mich gleich zu... Also mit mir ins Bett zu gehen, ja, das war jetzt der Sinn. Aber gesagt hat er das viel krasser. Na bitte, du hast dich doch aus. Du hast da schon fast das Wort mit Eva und alles. Und du warst doch... Sei jetzt so blöde! Also entschuldigen, wenn eine Frau zu Ihnen sagt, dass sie keinen näheren Kontakt will, schon gar keinen sexuellen, dann haben Sie es zu akzeptieren, oder? Ich habe ja auch sonst überhaupt gar kein Problem damit, ja? Nur mit also ihm hatten Sie es, Entschuldigung, ne? Ich muss nicht erst mit jemandem monatelang zusammen sein, ja? Bevor ich den in mein Bett lasse. Aber wen? Das bestimme ja wohl immer noch ich selbst. Es war total unverschämt von dem, mich so saublöd da anzumachen, obwohl wir uns ja nicht mal kannten. Und obwohl ich ihm echt gezeigt habe, was ich von ihm halt. Ja, und das war auch nicht das erste Mal. Ja. Einen Abend davor hatte die Jasmin ganz dumm angemacht. Ja, ich weiß auch nicht, was mit dem los war. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, unser Single-Club ist dasselbe wie ein Bordell, nur billiger. Sind ihm dann die anderen Gäste irgendwie zu Hilfe gekommen? Ja, die haben nichts gemerkt. Aber als ich dann wirklich endgültig genug hatte, ja, und aufgestanden bin, dann ist er mir hinterher und meinte, dass ich schon total scharf auf ihn wäre und es auch überhaupt kaum erwarten kann und mich nicht so zieren soll. Und da habe ich echt Lust gehabt, den ganzen Laden zusammenzubrüllen. Aber zum Glück hat es die Sibylle gleich gemerkt. Und sie und der Didi, die haben sich ja dann auch sofort um diesen widerlichen Typ da gekümmert. Wie lange sind Sie denn eigentlich schon Mitglied in Tandem? So anderthalb Jahre dürften das jetzt sein. Dann kennen Sie doch bestimmt auch einen Herrn Max Brombach. Ja, klar kenne ich den Max. Der ist jetzt so seit einem Jahr bei uns. Und welchen Eindruck haben Sie von ihm gewonnen? Also anfangs fand ich den schon echt süß. Nur anfangs? Ja. Wir haben uns wirklich gut verstanden und zwischen uns hat es auch geknistert. Aber es hat sich dann auch schnell wieder zerschlagen. Und wieso? Also wir sind halt drauf gekommen, dass wir nur zwei Straßen voneinander entfernt wohnen. Das fand ich total witzig, ja. Und einmal nach dem Einkaufen bin ich an seinem Haus vorbeigekommen, ja, und wollte mal spontan Hallo sagen. Mhm. Er hat ihn wohl verschwiegen, dass er keineswegs Single ist. Ja, genau. Also auf mein Klingeln hat halt keiner reagiert. Und da habe ich aber gesehen, dass sich der Vorhang bewegt hat. Und auch nur deswegen habe ich durchs Fenster geguckt, ja. Und dann war ich total erschrocken, weil ich habe genau in das Gesicht von einer anderen Frau geguckt. Können Sie die Frau beschreiben? Ja, die war so Mitte, Ende 30. Die sah aber viel älter aus und die hat auch so komisch gezittert, ja. Und am nächsten Clubabend habe ich den Max natürlich direkt darauf angesprochen. Und da hat er dann alles gestanden, nämlich, dass es seine Ehefrau ist und dass die an Parkinson leidet. Mhm. Daraufhin sind Sie auf Abstand gegangen? Ja, also das geht für mich überhaupt nicht. Ich hatte eine kranke Frau daheim liegen und baggert an anderen rum, also nee. Sagen Sie mal, die Frau, die Sie am Fenster gesehen haben, hat die so ausgeschaut? Nein, aber Moment, es ist... Sabine hieß die, genau. Die war auch mal eine Zeit lang bei uns im Tandem. Aber die habe ich wirklich schon ewig nicht mehr gesehen. Und die hat auch überhaupt keine Ähnlichkeit mit Max' Frau. Wirklich? Ja, also die Haare waren anders und auch sonst. Aber ich habe sie ja wirklich nur kurz gesehen. Mhm. Na gut, sie haben mir trotzdem weitergeholfen. Danke. Weitere Fragen noch an die Zeugin? Keine. Ich habe keine, danke. Danke, dann bleiben Sie unvereidigt. Max Brombach, bitte. Sie dürfen hinten Platz nehmen. Herr Brombach, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorn. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Vorsorglich 55 StPO, belehre ich Sie. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Max Brombach, 40 Jahre alt. Sie wohnen in Helfigried, Sie sind verheiratet, Sachbearbeiter in der Versicherung. Verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten Herrn Krell sind Sie nicht. Der Herr Krell soll am Abend des 21. Mai Sibylle Schwarz, die Geschäftsführerin des Single-Clubs Tandem, in ihrem Büro erdrosselt haben. Ja, und das, während wir uns ein Stockwerk tiefer nichts ahnend amüsiert haben. Wie lange sind Sie denn schon Mitglied in diesem Single-Club Tandem? Inzwischen fast ein Jahr. Also nach dem Umzug nach Helfigried, da habe ich nicht gleich Anschluss gefunden. Und dann fand ich es ganz spannend und habe mich dann in dem Club angemeldet. Ja, ohne dass es deine Frau wusste natürlich. Ich wollte ein paar soziale Kontakte haben und ein paar Grillabende,
Ein paar Radtouren haben wir unternommen und... Naja, Sie müssen sich nicht rechtfertigen. Das ist Ihre Privatsache, wieso Sie sich da anmelden, obwohl Sie verheiratet sind. Lassen Sie uns doch eher vom Tatabend reden. Da soll es eine Auseinandersetzung zwischen Herrn Göll und Frau Wiese gegeben haben. Haben Sie die mitbekommen? Naja, nicht so wirklich. Also, ich habe gemerkt, dass da irgendwas los war. Und dann hat ja der Didi, der hat den Krell dann zur Tür gezogen. Und der Didi ist eigentlich mehr so ein ruhiger Typ. Und wenn der jemanden in den Schwitzkasten nimmt, also dann muss da schon was vorgefallen sein. Da hat doch niemand das Recht, mich so anzufassen! Ja, ich hab's ja auch nicht wirklich so mitgekriegt, aber hab's auch dann gleich vergessen. Und dann eine halbe Stunde später ungefähr, dann habe ich zufällig aus dem Fenster gesehen und dann kamen auf einmal zwei Hosenbeine ins Bild und dann ist er da hinterher gesprungen. Auf die Straße. Was? Das ist doch ein Schmarrn, das stimmt nicht! Nein, das ist 100% wahr. Also, ich hab ihn gesehen, ich habe sein Gesicht genau erkannt und er hat sich auch nervös nach allen Seiten umgesehen und dann ist er auch abgehauen. Mhm. Was? Wissen Sie, was komisch ist, Herr Brombach? Dass gerade Sie in dem Moment aus dem Fenster schauen und angeblich alles beobachtet haben wollen, während keiner der anderen Gäste irgendwas gesehen hat. Ja, ich saß wohl an dem Abend zufällig im Blick Richtung Fenster und da war auch Licht der Straßenlaterne, konnte ich ihn auch ganz gut erkennen. Also im Dunkeln hätte ich ihn wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Ist Ihnen sonst noch was aufgefallen? Ja, er hat was dabei gehabt, eine Kette, eine goldene, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, ich glaube, es hakt! Das ist ein Schmarrn! Jetzt halten Sie sich mal zurück. Immerhin, ja, bitte! Nein, Sie halten sich mal zurück. Immerhin passt diese Beobachtung zu der Tatsache, dass das Opfer eigentlich eine Goldkette anhatte an dem Tag, an dem Abend, die bei der Leiche immer gefunden wurde und dass das wahrscheinlich die Tatwaffe ist. Das ist... Entschuldigung, ich war nicht da. Fragen Sie ihn bitte mal, woher er diese Information hat, weil ich war da nicht da. Die Frage wäre eine Wiederholungsfrage, hat sie schon beantwortet. Hören Sie halt besser zu. Sie haben doch jetzt, Moment mal, Sie haben doch deutlich gesagt, Sie haben im Schein der Laterne ihn mit dieser Goldkette gesehen. Das sollte als Antwort reichen. Und langsam sollten Sie aufhören mit Schmarrn, Schmarrn, Schmarrn und das ein bisschen ernst nehmen. Also noch einmal zum Mitschreiben. Erstens, um die Zeit war ich nicht mehr da. Schön. Und zweitens, ich bin mit keiner Kette irgendwo umeinander geklettert. Auch schön, ja. Ich denke auch, dass Herr Brombach dieses Täterwissen von einer anderen Person hat. Die Frage ist nur, wer ist diese Person und was haben Sie mit ihr zu schaffen? Keine Ahnung, was Sie meinen. Warum lügen Sie hier eigentlich, Herr Brombach? Ich lüge nicht, das ist die Wahrheit. Also nicht schon wieder dieser Flyer. Lassen Sie diesen Flyer liegen, immer wieder dieser Flyer. Frage, kennen Sie diese Frau hier? Nee, nie gesehen. Komisch. Sie sind doch Stammgast im Tandem, oder? Tja, ach, wenn die mal am gleichen Abend da war wie ich, dann ist sie mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Sehr seltsam. Ich finde, dass diese Dame nämlich auch große Ähnlichkeit mit ihrer Ehefrau hat. Ach, ich, meiner Frau, immer meine Frau. Also meine Frau ist seit Jahren schwer krank. Also die war bestimmt noch nie im Tandem. Also das kann auch gar nicht sein. Der Flyer ist erst vor 2 Jahren gedruckt worden. Da war Herr Brombach noch gar nicht Mitglied in unserem Club. Stimmt. Wir sind auch erst, wie gesagt, vor einem Jahr umgezogen, weil es meiner Frau auch zunehmend schlechter ging. Und dann dachte ich, hier hätte sie vielleicht etwas mehr Ruhe als in der Großstadt. Dein fürsorgliches Getue, das kannst du dir echt sparen. Deine Frau, die ist dir doch total egal. Wahrscheinlich bist du nur umgezogen, damit du die daheim parken kannst, während du dich bei uns amüsierst. Das ist jetzt aber echt unfair. Unfair? Eine kranke Frau daheim und andere angraben, das finde ich unfair.